Herzlich willkommen zurück, Leute mit krasser Vorhaut, wollte ich gerade sagen. Hornhaut. Der Urlaub ist vorbei. Maximal erholt und so. Ja, und wir starten jetzt rein. Und zwar ist ein bisschen was passiert. Bin ja ernsthaft auf der Suche nach einer Basis. Und ich habe gedacht, ich habe die Vagabunden angequatscht. Sollte irgendeinen Captain umbringen von diesen Syndicate-Dullis hier. Hab gedacht, dann geben sie mir Zugang zu einer Basis. Irgendwas kriege ich nicht, ja. Daraufhin gab es drei neue Quests. Das war den Gefängnisausbruch, ein Zugjob und Wettrüsten. Und um Gefängnisausbruch versuchen wir uns jetzt zu kümmern. Ich habe schon ein bisschen aufgeräumt hier. Das war aber Zufall. Das ist nämlich passiert, als ich diese Nadel besorgt habe. Dieses Ansteckzeichen. Und ja, deswegen können wir jetzt reinmarschieren. Einen großen Dank noch an denjenigen, der mir die Mod empfohlen hat für kürzere Ladezeiten. Ja, die konnte ich tatsächlich installieren. Ging auch einwandfrei. Und ich glaube, es funktioniert auch. Und das ist so cool. Also das zerstört dieses letzte kleine Manko. Oh. Viele Feindmarker wir haben. Okay. Ich habe gedacht, hier sind nur Dullis drin, aber der sieht gefährlich aus. Und ich habe eine Spionagepistole gekriegt. Hätte ich mal aufrüsten sollen. Ah, war nicht so schlau. Oh, das sind Nahkämpfer. Dumm. Dumm, dumm, dumm. Oh. Oh, scheiße. Das wird nix. Verrecke! Die Flinte muss jetzt alles reißen hier. Feier! Kommt her! Ich bringe Dienstschluss. Ja! Nein, Glück gehabt, Kumpel. Ja! Was ist das denn? Also, zwischendurch rettet die alles, ne? Ah, hier ist mein Zeug, wenn ich verschieße. Ja, ist ruhig. Die sind über uns, okay. Kurze Orientierung. Also auf jeden Fall gibt es hier ein bisschen lustiges Zeug, hä? So eine Werkbank darf ich nicht nutzen. Aber auf die Bänke darf ich mir sitzen, wunderbar. Jetzt will mein Leder wieder aufsammeln. Mein wertvolles. You're gonna wind up on one of those meat hooks, you slag. Terminal. Na, wir müssen erstmal kurz hier für Ruhe sorgen. Kann ich euch hier schon. Muss ich wahrscheinlich alles über Terminal aufmachen. Wir wollen, dass wir unsere Gefangenen befreien. Ja, wann ist das denn wieder so laut? Durch das Update, was vor kurzem rauskam, ist alles wieder zurückgesetzt worden. So. Kollege. Was die Söldner haben. Genau. Ja, Alter. Er heilt. Oh. Schub er sich gegen heilt. Und ein Apfel. Für die Gesundheit. Ey, die sind richtig tough. Wuhu. Am besten geht's hier mal, ne? Oh, Archie. Aber das Ding ist jetzt sehr ungenau. You're
funktioniert dann aber nicht mehr. Von Leder tödlich getroffen. Oh, ich kann nicht schießen. Nee, jetzt haut er ab und heilt sich, oder was? Krass. Wo wollen sie hin? Abgeschlossen. Sicherheitskräfte des Syndikats ausschalten, okay. Ey, ihr habt voll die coolen Jacken. Ich möchte auch so aussehen. Falsche Mega-Helm. Aber das darf ich alles nicht aufsetzen, weil... Tarnhosen. Ups. Mal gucken. Das kann man ja vielleicht einfach gegen unsere Polizeiuniform austauschen. Aber das habe ich hier die ganze Zeit verschossen. Eichhörnchen bissen. Dann hol ich euch mal raus, wa, Jungs? Nein. Okay. Ist das hier alles? Letzte Worte haben es Deutsch Gefangene Nummer 2. Hit record. Speak clearly. It's the only one you get. This is a message from the depths of hell. I going out quietly. I took everything from me. My freedom, my dignity, they won't take my spirit. If anyone's listening, if there's any justice in this world, remember my name, Randall the Roundel. Tell the world what they did here. Why don't people really care what we do here, mate? Hey, wie komme ich denn jetzt auf die Brücke? Ah, nee, da komme ich, bin ich reingekommen, oder? Nee. Jetzt wieder raus. Okay, naja, Brücke ist ja dann oben, ne? Aber ich möchte noch kurz die andere Kassette abholen. Ich hoffe, das spielt weiter. To my wife. Na, die ging ja schon viel schneller, oder? Sorry for leaving you alone. You deserve better. Werden sicher noch mehr von diesen Söldnern sein. Hier wäre noch keine Munition. Ich habe ein paar coole Waffen gefunden. Oder dieses verstrahlte Gewehr hier. Aber da fehlt uns die Moon für. Ich bin nämlich so 2, 3 Orte abgeklappert. Was ich richtig empfehlen kann, falls ihr das auch spielt, ist das Britische Museum. Das war richtig gut. Und noch besser fand ich, ich bin einfach ins Pub. Ja, ich darf hier nirgendwo mehr rein. Ohne euch. Weil man verpasst doch echt eine Menge. So an lustigen Geschichten nebenbei. Oh, das ist der Captain. Okay. Ja, da bin ich auf so Todeskrallen-ähnliche Viecher gestoßen. Das war schon mal krass, aber kleiner. Denn einen verstrahlten Ghoul, der sich in der Tiefkühlzelle eingeschlossen hat. Also Menschen, der sich da dann drin verwandelt hat. Und dann war da noch ein Rollstuhlfahrer in dem Pub. Der hatte ein Date. Und draußen sind die Bomben gefallen und er hatte ein Problem, er hat das Klo so maximal zugeschissen, dass er damit beschäftigt war, die Toilette sauber zu kriegen. Und sein Date saß halt draußen am Tisch und hat gewartet. Alles drin in den Türrahmen gehämmert.
haut ab. Ich glaube, hier können wir auch mal ein bisschen mit Nahkampf arbeiten. Noch einen kleinen Elektro-Schocker. Die Lady ist richtig reif. Achso! Oh, sie schießt. Ja, natürlich, Alter. Du kommst aber auch nicht weg. Du musst nicht denken, dass du dich irgendwo bewegst. Ja, dann liegt da irgendwo eine Packung Kaugummi oder was? Und die behindert dich komplett. Das zu timen, es geht nicht, ne? Oh, ich wollte. Achso. Ja. Also, ich finde den Speicherpunkt gut, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Einfach so mitten im Befecht mit drin. Lief ultra scheiße. Kommt jetzt sicher mal dir. Ja, ist doch gut, Mann. Alter Kacknacken. Alter, wie er zuhämmert. Ich kann. Ey! Und wurde. Die mir Scheiße hier. Da, das ist jetzt Zeit. Silly bollocks, come here. I'm gonna click you one. Ich muss sagen, so das Schrotflinten, das holt mich hier nicht so richtig ab. Warum denn rechts? Ja, und tot. Irgendwie fehlt mir fehlt noch das Richtige. Ich habe so viel Waffen gefunden, aber nichts davon funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Nee, die Ausgehungerten hießen. So hießen die Viecher. Ich erstmal Steaks draus gemacht. Ja, Sir. Ich hab dir so in die Sicht geschossen. Ach komm, lass das sein, ey. Okay. Es ist so schwachsinnig, dieses Nicht-Getreffe. Die Packs sind auch richtig am Müll. Solange man das nicht aufwertet. Okay, am besten ist einfach diese Donnerbüchse, ne? Füllst du mit Schrott und knallt. Not here. Ich finde es ja nach wie vor geil, dass es schwer ist. Aber es gibt immer noch so Situationen, da kann ich nicht so richtig nachvollziehen, warum das jetzt kein Treffer war, warum einfach gar nichts passiert. Oder manchmal machst du übelsten Schaden bei so einem Treffer und in anderen Momenten. Und bei den Schrotflinten ist es generell so, der erste sitzt bei 80% oder was. Und alles danach, das ist halt einfach AP, die du irgendwo in die Luft pumpst, so. Also jetzt haben wir hier die Brücke übel eingesaut. Ist da noch ein höher? Nee. Stand da nicht was mit Terminal? Ach doch, guck mal. Da ist er. Da ist er. Ich muss aufpassen, die sind hier, stehen überall Leute rum. So. Terminal des Wardens. Schwache Arbeiter, neue Sendung.
So, jetzt müssen wir nach unten und können dann aufmachen, richtig? Okay, ist der Koffer mal verpasst hier oben jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass hier krasse Zeug rumliegt, oder? Schöne Lounge haben sie hier. Ja, ich frage mich echt, wenn das losgeht, dass man irgendwo halt ein bisschen sein Zeug ablegen kann. Das ist echt anstrengend. Überleg mal, wir sind Stufe 18 oder so. Pig, und ich muss Archie unbedingt loswerden. Das ist ein richtig sinnloser Begleiter, zumindest in dem Zustand gerade. Weil der soll ja Schloss knacken können und hacken. Aber die Fähigkeiten, soweit wie er sie beherrscht, kann ich das auch. Brauche ich nicht und der Typ kämpft halt nicht. Da. Wie hast du denn das gemacht? Wir hätten nur gewartet, bis die ganzen Dinger tot sind, die ganzen Wächter. Ihr seid frei. Thanks for letting us out, Gov. What's the plan? On it. Fucking freedom, lads. Let's go. Restliche Gefangene freilassen und Bomben auf dem Unterdeck platzieren. Okay. In der Zelle. Haben die alle so eine Kiste? Dann ne, die anderen haben nur voll die Schurz der Matratzen. Boah, ey. Wie sitzt du denn da auf dem Klo? Das macht bestimmt keinen Spaß. So, ich hoffe jetzt aber nur, wenn ich jetzt die Bomben dahin packe. Hier möchte ich auch rennen. Aber ich könnte ja nur die Zellen entsperren. Hier ist nach London. I say, who are you? Are you letting us go? Thank goodness. It is most repugnant in here, and I'm sure we'd all be jolly pleased to leave it behind. I managed to upset someone of power and privilege. One mustn't complain, though. It is an honor to suffer for one's moral Still, duty. I'd rather like to get out and upset them more. You're hardly going to take a little army out on your own, are you? Listen, dear. There's an armory at the back, but it's guarded by the Warden's watchdog. If you can jig it open, we'll have enough weapons to mind ourselves. Stay in this rotten cell? Goodness, no. There's a canteen across the corridor, and I haven't had a cup of tea in days. We'll meet you there in a jiffy. Was die für Ansprüche haben hier? So, das ist Standardgefangene? Wird mir verliehen, ne? Ach, Meister! Boah. Shit. Ich werd mal raus. Irgendwie muss man ja dann noch auf das Unterdeck kommen. Vielleicht ist da ja dann noch derjenige, der einen Schlüssel hat. Hab ich hier was übersehen? Ölkanister.
Ja, der Archie hat sich ja so gefeiert dafür, dass er Schlösser knackt und Terminals aufmacht, aber Terminals geht auch nur bis verbessert. Und ich glaube, das kriege ich ja sogar noch alleine mittlerweile. Und was will ich denn mit ihm, ja? Shit. Ja, der kriegt doch nicht hin. Da fehlen uns so viele Level, dass wir Meister aufmachen können. Alter! Der Archie hat nur reagiert wie Ecke. Da kommt die Schachtel des Todes. Wie viel Kraft. Diese Packung ankommen muss. Oh, er hat den Schlüssel für die Waffenkammer da gesehen. War ganz kurz eingeblendet. Jetzt muss ich erstmal Schrott finden, den ich hier wieder reinstecken kann. Ich meine, das ist alles Müll, ne? Bunsenbrenner. Ah, den kann eh nach mir Sicht. Stimmt, die brauchen. Golduhren. Infusionsbeutel kann er haben. Das Gute ist, es ist egal, was drin ist, wie viel es wiegt, ne? Bisschen Kupfer, nö. Schaltkreise, hier Versicherung. Das geht auch noch. Und die Souvenirtasse. Schon wieder so ein bisschen. Oh, der ist ja cool. Oh, schrecklich. Oh, du bist zu nah an mir dran. So, was macht man jetzt? Also, ich hoffe, das ist kein Zeitzünder mit den Bomben. Dass wir das irgendwie selbst steuern können. Ey, wo soll ich denn hier hin? Eine Rüstungswerkbank, das hilft mir. Nee, Waffen wären noch cool. Das Einsteigershot. Komm schon. Ja. Ich speichere mal nicht, dass ich dann nicht. Ah! Zu viele. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann auch nicht schießen. Ah, das ist so lästig, ne? Wenn du diese Waffe benutzt, es geht nichts mehr. Ab in ihrem Kopf! Oh, das war ja süß. Oh, eine Kassette. Okay. Super Flinte raus. Oh, da war er. Der Kamerad da hinten braucht einen richtigen Headshot. Das sind schon harte Jungs hier. Aber wir haben auch keine wirkliche Rüstung, ne? Dadurch, dass ich nichts verbessern kann. Oh, Zucker, geil. Nur mit Zucker kann man sich den richtigen Tee kochen. Ah! Seht ihr? Kacke! Mann, ey. Ja, klar. Speichere gleich nochmal drüber. Das war's ja, ne?
Alter, das ist auch wieder das dumm gelöst. Findest hier unten den Schlüssel und. Ah, was meckere ich? Ich habe das ja erwartet. Warum? Nein! Warum bin ich denn jetzt draußen? Ich wollte ja nicht raus. Mann, was ist denn mit diesem Schiff, Alter? Ist hier einmal drin gekommen? So. Müssen wir ein bisschen Selbstwert einstecken. Richtig süß. Ja, da holen wir uns die ganzen Waffen und das ganze Zeug und dann ist unser Überleben gesichert. Steht hier in der Munitionskiste drin. Oh? Und eine große Truhe. Ja, so was habe ich auch schon eingesteckt. Ich glaube, irgendein Begleiter hat das. Und ich glaube, das ist unser Hund. Unser Hund ist ja weg. Der ist einfach verschwunden. Nachdem Archie hier ankam. Oder einfach abgelöst. Und ich möchte Archie nicht. Ich möchte meinen Kampfhund ausbilden. So, sie ist zur Kantine. Archie, komm, lass es. Denn dieser kurze Kampf macht 35 Schaden. Ach, die macht 63. Ich meine, ja, du hast das Nachladeproblem, aber ist mir schon lieber so. Ammo. Nix Ammo für mich. So, hier geht's ja raus. Also da jetzt nach unten. Ne, hier sind wir. Ey. Okay. Ich muss das irgendwie ausprobieren. Ich weiß nicht. Haben wir denn schon eine Kantine gesehen? Aber hier ist dann nur die Brücke. Und da jetzt nur rin. Das ist so was nervig. Hätte ich nie einfach in ihrer beschissenen Zelle bleiben können, Alter, die 5 Minuten? Nur, weil man das hier alles richtig machen möchte. Ach so! Ah, you're back. Are we ready to pop out? Jolly good. Tea breaks over, chaps. To freedom. Was war denn das jetzt? Warum war sie da immer weg vorher? So, jetzt nur noch mal unten die Bomben legen und dann haben wir es geschafft. Some people just need a slap, don't they, mate? 90. Oh. Ach, guck mal. Ja. Dieses, du kannst nicht schießen, Problem. Ich habe auch keine Granaten mehr. Alter, wie die dich wegsaugen. Das ist auch nicht so gut, wenn man die direkt vorne hat. Haben wir da noch so schön? Was macht denn der Erbauer-Tee eigentlich? Erhöht die Heilungsrate. Habe ich mir das eigentlich viel Licht hier? Ja.
Ich warte hier. Oh, ein Shepherd's Pie hatte die bei. Noch ein Step. Noch ein Step. Mein Infusionsbeutel ist runtergefallen. Tod durch Sicherung. Okay, so, jetzt können wir hier endlich die Sicherung hinpacken. Sicherung. Und haben die Quest perfekt erfüllt. Ist hier noch was versteckt? Das Kampfbruststück. Da. Jetzt müssen wir uns draußen auch noch prügeln. Es wäre cool, wenn jetzt das Befreien der Gefangenen so weit hilft, dass ich mich hier nicht ganz so... Ne? Kekse. Dass das ein bisschen vorbereitet ist draußen. Weil dass ich hier nicht wenigstens alleine kämpfe oder so. Sie sind da, aber ich... Nicht die Gefangenen. Hier steht im Weg. Sie stand echt im Weg, Agatha. Ey, ist das ein Quatsch, Mann. Nee, komm, lass. Ach ja, stimmt ja. Du darfst jetzt nicht feuern. Mann, ey. Wow. Was? Also die Mission an sich ist cool, ne? Aber wie schief das läuft für unsere Seite. Wie einfach hier die Typen auftauchen. Nein, Mann. Kämpft jetzt, Mann. Wozu habt ihr Waffen bekommen? Wir rennen einfach nur weg. Oh ja, wir müssen hier weg. Hey, cool. Ja, das Ding mit versenkt. Alle Gefangenen befreit. Dahin sind das wir, die Bock haben. Dreie. Viere. Könnt ihr auch lassen. Gut, Leute, ich verabschiede mich aber hier. Schön, dass ihr wieder dabei wart nach so langer Zeit. Ach, Mann, Leute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Fallout London.